Berlin. Du bist so wunderbar. Berlin. So, gleich ist es 8 und die Bude macht hier auf. Boah, und dann hol ich mir die Angebote hier. Alles für 1 Euro, ey. Ich bin tierisch gespannt, was das so gibt. Hey, Moat, du auch hier? Was treibst denn du hier? Und wieso ist denn das hier so ein Menschenauflauf? Gibt's wieder was umsonst? Nicht ganz, mein Messer, nicht ganz. Gleich, Punkt 8, mach die ganze Sache hier auf. Und dann gibt's alles, was du haben willst, für 1 Euro. Ey, es geht los. Hey, der Laden hat aufgemacht. Da vorne ein Kugelschreiber für 1 Euro. Echt geile Sache. Da drüben eine Flasche Krombacher, 1 Euro. Naja, okay. Und, wow, hier, cool. Sogar was für 99 Cent. Monte. Der Graf von Monte Cristo. Du weißt ja auch, wo das herkommt. Aus Frankreich. Nee, Monte kommt nicht aus Frankreich. Der kommt irgendwo aus Bayern oder so. Da, guck mal, was hier im Prospekt steht. Hier soll es da vorne irgendwo USB-Sticks für 5 Euro geben. Mann, ich dachte, alles für 1 Euro. Siehste, die verarschen einen hier noch. Der Laden heißt Pfennigflitzer. Alles für 1 Euro, stimmt, aber gewisse Artikel gibt es eben nicht für 1 Euro. Ich könnte dir das, Lenny? Lenny, wo bist du denn? Bin schon auf dem Weg zu den Sticks. Ja, das ist mir hier noch, naja, egal. Erstmal hier noch die Sixpack Jägermeister einpacken für 1 Euro. Naja, ich muss ja sparen, wo es geht. Zack, rinnen damit und weiter geht's. Ach Mann, das ist doch blöde, wir waren doch gar nicht so weit hinten. Und trotzdem, kein USB-Stick mehr da. Mensch, Mensch. Na Lenny, was denn los? Keine Sticks mehr da. Warst du wohl zu langsam? Frag mich aber, wer die alle gekauft hat. Hey, guck mal da drüben. Da ist doch Werner. Und er hat den ganzen Wagen voll. Nee, oder? Er hat den ganzen Wagen voller USB-Sticks? Ey, ich glaub das ja nicht. Was macht denn der mit dem Zeug? Will er die zum Frühstück essen? USB-Stick-Müsli oder wie? Naja, egal. Das bekommt er zurück. 5 Euro mal 100. Boah, 500 investiert, der alte Knochen, in USB-Sticks? Krass, ich glaub's nicht. Na warte, die gebe ich. Erstmal eine Banane nehmen. Banane? Wie? Was hast du denn vor? Ganz einfach. Ich esse die Banane. Na, das klingt nach einem verwegenen Plan. Und wie? Stellst du dir das nun genau vor? Pass auf, wir verschwinden hier erstmal von den Kühltruhen. Ich lasse hier die Bananenschale fallen, schwupps, und gehen da in den Gang. Wenn Werner hier vorbeikommt, laufen wir vor und rufen ihn. Er schaut uns hin und übersieht die Schale und knallt auf die Rübe. Krasser Plan, Lenny. Bist du dir sicher, dass du nie bei Jack erstmal mitgemacht hast oder so? Nein, habe ich nicht. Wie auch. Ich verbringe 90% meiner wertvollen Zeit mit Losern. Da bleibt keine Zeit für sowas. Nun aber los, der steht schon da hinten. Also los, weg hier. Und Murat, mach die Kühltruhen zu. Naja, durch deine Statistik ist mir aufgefallen, dass wir nur 10% deiner Zeit zusammen verbringen. Und den Rest verbringst du ja mit Losern. Nee, warte mal, nicht mal 10%, ey. Nee, warte, das sind 5%. Denn 5% hast du ja noch Privatleben. Denn du musst ja auch mal schlafen und so. Also verbringen wir tatsächlich nur 5% deiner wertvollen Zeit zusammen. Oh Mann, Moatunus, na egal. Mach die Kühltruhe zu und los. Schau mal, im Kaufland mache ich auch nie zu. Und einen Tag later, tata, ist das Ding wieder zu. Also auf geht's, wir haben nicht viel Zeit. Da kommt Werner. Gleich haben wir unseren großen Einsatz. Pass auf. Und jetzt. Und hey, Werner, du alte Hackfresse. Hallo, Werner, du Kokosnuss. Und er segelt er durch den Laden. Mensch, Mensch, Mensch. Ich hau mir weg. Oh, Mann. Mann, hey, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Das gibt's ja gar nicht. Ach du Scheiße, ich brüll mir einen Ast, ey. Voll rein. Na, ich würde sagen, eine 9,9. Okay, 9,5 schlechte Haltungsnoten. Das sah nicht so gut aus, wie er da reingesiegelt ist. Ja, genau. Aber du, der kommt gar nicht mehr aus der Truhe raus. Meinst du, dem ist was passiert? Mord! Moat! Ja, hier drüben. Was machst du denn da? Naja, ich hab dir einen Stick mitgenommen von Werners Korb. Und nun mach mal hin. Klasse Idee mit dem Stick, aber wieso machst du die Truhe zu? Meinst du nicht, dass Werner dann erfriert? Ach Quatsch, der Werner, der hat doch eh so viel Wodka-Intus, dass 90% seines gesamten Blutes so eine Art Frostschutz hat. So, nun mach ich mal die Truhe zu und dann auf zur Schenke. Ja, da bin ich dabei, ne? Aber warum hast du Werner nicht rausgeholt aus der Truhe? Na, in Amerika verklagen die einen wegen jedem Mist. Da habe ich keine Lust drauf. Nicht, dass der Werner auf die Idee kommt, mich zu verklagen, weil ich die Kühltruhe aufgelassen habe. Und somit mache ich die jetzt zu und dann kann er nicht sagen, dass ich die Kühltruhe aufgelassen habe. Moat, wir sind hier in Deutschland, nicht in Amerika. Hier gelten noch andere Gesetze. Aber wegen was haben sie denn in Amerika verklagt? Ganz einfach, ein Einbrecher, der wollte in eine Wohnung von dem Ehepaar einbrechen, als die 5 Tage im Urlaub waren. Und der ist dann eben über die Garage eingebrochen. Dann ist das Fenster noch beim Einsteigen zugegangen und er kam nicht mehr raus. Da hat er sich praktisch selbst eingesperrt. Tja, daraufhin hat er eben die Besitzer verklagt wegen Freiheitsberaubung und bekam 500.000 Dollar. Also die haben einen Knall, die Amis. Aber was machen wir mit Werner? Der hat Haut wie Kuhleder, ey. Der wird schon da rauskommen. Zack, auf zur Schenke, los. Na denn, auf zur Schenke. Berlin, Berlin, Berlin. Du bist so wunderbar. Berlin, Berlin.